Was geht ab, Freunde? Wir schauen heute in das neue Video von Boolean Jam rein. Ihr habt immer wieder euch gewünscht, dass wir aufholen, beziehungsweise dass wir ab jetzt wieder regelmäßig die Boo-Videos schauen sollen. Machen wir doch sehr gerne, Freunde. Ich bin gespannt. Ich habe die anderen Videos immer fleißig alleine denn geguckt. Aber ihr meintet, die Reaction ist euch lieber. Deswegen schauen wir jetzt hier rein. Das Video geht gut 10 Minuten. Und ich habe schon gehört, dass Nerdy Timber mit drin vorkommt. Ja, ich mag Nerdy Timber sehr, sehr gerne tatsächlich. Viele werden ihn vielleicht noch nicht kennen. Aber ein sehr cooler Dude, den man auf jeden Fall abchecken sollte, ja, Freunde, wir schauen rein, let's go. Nochmal kurz Checklist. Es regnet, es ist kalt, alle sind müde. Die idealsten Voraussetzungen, um weiter draußen am Pool zu bauen, Leute. Willkommen. Ich hatte euch schon mal in einem vorherigen Video gefragt, was wir mit diesem Holz anstellen werden. Ihr lagt alle falsch, aber diese Frage wird heute beantwortet, denn heute ist wieder Mr. Nerdy Timber am Start. Ey, Nerdy Timber ist wirklich ein krass korrekter Dude, Mann. Wenn es um Sachen Holz geht, er hat die richtige Eiche am richtigen Pflock. Heute wird gebaut. Wird es ein Problem geben, dass es regnet? Nee, oder? Genau. Ja, das ist einfach Werkzeug und ich habe heute den Crocs-Codec brechen müssen. Ich wurde gezwungen, Leute. Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen vorne dran. Besser ist es, wenn dir 150 Kilo Holz auf die Füße fallen. Hätte ich in Kauf genommen, aber ey, ich bin aber wird sonst kein auch was gedreht. Crocs-Fan. Wenn Ich bin man ein kein bisschen Crocs-Fan. schneller hochfliegt. Du machst das auch so wie ich. Er dreht das Mikro einfach um. Du, was sagst du zum Farbton? Kann man das da hinsetzen? Hammer, der Hammer. Passend zu meinen. Nicht Crocs. Ey, Sicherheitsschuhe sind aber geil. Hattet ihr schon mal Sicherheitsschuhe an, Freunde? Lasst es mir mal in die Kommentarbox da. Kommentarbox, hab ich noch nie gesagt. Lasst es mir in den Kommentaren da. Ich hatte einmal Sicherheitsschuhe an. Bei irgendeinem Praktikum, für irgendwas. Keine Ahnung, Mann. Aber Sicherheitsschuhe sind das Shit. Hier ist heute gute Aufgaben. Moin. Es geht ab. Viel. Ist das Werkzeug, mit dem du klarkommst? Das ist ja viel zu klein. Du kriegst Ich aber einen brauche größeren Moment. größere Geschütze. Kriegst du. Was? Okay. Oh. Fangen wir klein an. Und schlafen uns dann hoch. Leute, das ist auch meine Taktik der Seele, ja, also. Ich komme. Rauchen müssen alle raus. Dann raus mit euch. Jo. Ey, das ist doch eine gute Aufgabe für Chu. Mission. Er kann sich so gut wie nicht verletzen dabei und er kriegt es hin. Hat er bis jetzt so noch nicht, glaube ich. Eins komplett. Bam, bam, bam. Level up. So, der nächste Schritt wäre jetzt, die Balken erstmal nach oben drauf schaffen. Du kannst mal in der Mitte mit annehmen. Leute! Dunkle Magie. Abbruch, Leute. Regensturm incoming. Machen wir doch erst oben. Zu krank, zu ideales Wetter gerade. Schade, ja. Ja, es regnet jetzt so krass. Oha, Alter, die Schere ist einfach genauso groß wie Mama Ju. Okay, erstmal doch oben weitermachen. Ich hoffe doch. Ihr wisst ja ungefähr, wie es hier vorher aussah und es war einfach definitiv viel zu wenig Platz. Und wir dachten uns, der andere Raum wird ja nie genutzt. Deswegen haben wir uns mit MyHammer zusammengesetzt und Gipser Felix, um diese Wand Ey, das zu ist echt krass. durchbrechen. Und nun haben wir einfach einen großen Raum. Das ist wirklich krass, als ich bei Judas erste Mal zu Hause war, da hat er mir davon auch erzählt und meinte so, ey, diese Wand wird bald einfach eingerissen und dann sind die beiden Büros ein großes. Und ich meinte schon so, ey Mann, das wird doch nicht funktionieren, aber es hat halt wirklich geklappt und es ist genauso, wie er es haben wollte tatsächlich. Mega krass. Schaut euch das jetzt mal an. So sieht es nämlich hier aus. Mega krass, ey. Voll gut. Voll gut. Das ist schön, Leute. Die beiden Ehrenmamas. Ist halt echt krass. Ja, einfach hier ein bisschen Dreck drauf machen. Ja. Oder irgendwas, was wir hier. Vielleicht, wir bauen es selbst noch. Kärblech. Kärblech. Und passt. Ey, er kann einfach Ich kann alles. Nichts mehr machen, ist er fertig. Jetzt ja. Schaut's aber irgendwo hier oben. Oh, dich. Ja, super. Boah. Hab ich ja gar nicht gesehen, liebe Freunde. Bastard! Leute, solche bösen Wörter habt ihr nicht von mir gelernt. Alter, Missgeburt da drin. So.
wer findet noch dieses Staubsaugergeräusch so satisfying, wenn er diese ganzen Krümel und so, wenn man richtig hört, wie das reingesogen wird? Muy bien. Nur Staub. Ah, shit, eine Schraube war noch dabei. Ihr müsst wissen, wir stolpern permanent über diese Leiste hier. Ja, das kann ich mir vorstellen. Davor waren noch Nägel dran. Wir schaffen das komplett heute. Das können wir nehmen. Echt? Ah, okay, dann ich habe morgen freien Tag. Ja, es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, ob du das heute als Azubi gut mitarbeitest, ne? Müssen wir schon schauen. Also haben wir die nächste Woche noch zu tun, anscheinend. Kämpfen unser freien Tag. Also, ich mache das. Wahrscheinlich haben wir jetzt den Cutter kaputt gemacht. Ja, grundsätzlich, also wie ihr den Pool gebaut habt, so als Laien fand ich das erstmal nicht verkehrt. Nur live halt nicht. Mission 2. Accept. Mission failed. Der sackweise Jelly Beans. Ja, achso, okay. Songs aus der Bohne. Ach, das, ja, das war der erste Teil, den ich gesehen habe. Der war jetzt sehr geil. Ah ja, da war ich ja auch mit dabei. Also, ja, danke Leute schon mal für die Props. Den zweiten hast du aber nicht gesehen. Was? Ich war nur im zweiten dabei, den zweiten nicht gesehen. Oh mein Gott. Dann nehme ich alles zurück, was ich gerade über dich gesagt habe. Ich habe meinen Respekt verloren für dich. Da kommt die hin. Geht das Laien nicht durchs Papier durch, weil das so... Wir stellen es sowieso sofort auf. Da passiert nichts. Cool, das aussehen will, Leute. So edel. Boah! Nur drauf gewartet. Den Boden extra schief. Ich bin impressed. Was steht da an dem Whiteboard? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Reinigungs... Was steht da? Was steht da? Ich möchte es spotten. Den Boden extra schief gebaut für diesen... Klingeltöntest. Was? Nee, Kling... Ich weiß nicht, was da steht, aber da steht auf jeden Fall André, Thomas, Erik, Ju und John. Naja, gut, Freunde. Wir belassen es dabei. Perfekt verbohrt. Die Taktik habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist die Maßstab-Hammer-Technik. Wenn es funktioniert, ist es nicht dumm. Das sieht nicht sicher aus. So mit der ganz Kamera? Gar nicht. Nein, das Spiel sieht nicht sicher aus. So, dann die Ecke zusammenbauen. Ein bisschen in die Richtung. So, wow. Du bist wirklich ein guter Praktiker. Ja, auf jeden Fall, ey. Sollst du deine aktuelle Karriere noch mal bedenken? Mach ich schon mal. Besser ist es. Oh, hey, der Moment. Ey, das sieht halt wirklich gut aus. Da hängt einfach eine Hose. Cool. Ein paar Klimmzüge? Bitte noch nicht. Das sieht doch übelst nice aus, oder Leute? Sieht echt mega gut aus, ja, Mann. Passt hier zu diesem schwarzen ja. Rahmen. Haben wir hier nochmal einen dunklen Rahmen. Super. Sieht halt so aus, als ob es so gehört. Meine Seele. Das ist so ein Schritt, den hätte ich vergessen. Dann hätte ich gemerkt, so ist das schiefer. Cool. Dein Hosenstall ist auf, Junge. Immer dasselbe. Das ist das Vorteil, Freunde. Wenn man einfach... Seht ihr es? Könnt ihr sehen? Ich habe auf jeden Fall eine Jogginghose an. Freunde, no Hosenstall needed, sag ich da. Aber Vorsicht. Hey, ich hatte hier so eine Tasche noch. Ehrencurly. Ohne Schuhe gekommen. Nee. Du kannst immer die gelbe Wasserwaage schnappen und die mal da an dieses Stück Holz dran bringen. So in der Richtung. Ey, das ist so krass, Mann. Ich finde das voll faszinierend, weil ich das gar nicht kann alles. Das ist quasi dazu da, dass wir den Schaum reinsetzen können. Und dieser Schaum, der entwickelt halt ein bisschen Kraft, dass der halt die Teile nicht nach außen rausdrückt. Oder so Kirche jetzt hier gerade auch. Genau, ja. Mhm. Oh, geil. Oh, oh. Auch noch mal. Oh, wie geil sieht das aus. Auch halt so dreiviertel Stunde oder sowas, bis es trocken ist. Boah. Ich will auch. Alles auf dem Boden. So leicht schräg, einfach an die Kante hoch oder an der anderen Seite hoch. Je nachdem, was gerade am einfachsten für dich ist. Ey,
Leute, ich mache irgendwann so einen Heimwerker-Kanal auf, wo ich alles richtig falsch mache und sterbe. Aber es ist ja im Prinzip für den Kliman, aber der kann es ja mittlerweile leider auch schon. Jetzt gehe ich hoch, ja, hier runter. Und jetzt gehen wir rüber. Oh, geht ja so, alles kaputt. Das, was jetzt fällt. Schaffst du es? Ja, natürlich. Okay, warte, Moment. Ich hab. Okay. Einmal drehen. Jo. Okay. So. Oh, ja. Oh ja, sieht das satisfying aus, wenn es passt am Ende. Nein. Das hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Das ist Curry. Das ist ja eigentlich schwer. Moment, erst nass machen. Erstmal nass machen. Lauwarm und am besten mit hier so einem Tuch. Weil das Papierzeug das bleibt direkt dran hängen. Okay. Warum ist es so übelst dunkel hier? Lampe ist am Arsch, oder was? Ja. Oh, ich hasse dieses Haus. Das wird gar nichts. Wenn, dann ist nicht so schlimm, der wird innerhalb von einer Stunde wird er durchsichtig. Der wird durchsichtig? Was mache ich denn hier da? Ja. Na gut. Schick das aus, oder? Die ist sieht echt geil aus. Sieht echt geil aus, ja. Hier noch. Bin schon proud, muss ich sagen. Boah, Alter. Wie brauchen wir das jetzt? Die schneiden die Sockelleisten noch besser. Die Sockelleisten, Leute, man kennt sie. Coolen Namen wie Nerdy Timber. Nerdy Timber oder Gipsa Felix. Das ist mein weiblicher Titel, das Schreinermädchen. Ach, die heißt, die nennt sie Schreinermädchen. Schreinermädchen. Hier reicht. Ey, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade noch passiert. Ist das, ach, die Fußleiste hier, oder? Nee. Doch, oder? Ja, okay. Gewalt hilft oft, tatsächlich. Müssen wir irgendwas an die Wand kleben, das sieht da übel kacke aus. Oder? Ja. Oh lol. Ja, schon, ja. Wir können überall nochmal streichen, können wir uns nochmal einladen. Aber wir machen das meistens, dass wir einfach Bilder drüber hängen. Ja, und Rainer, die Kuh. Ey, ist bei mir aber auch so. Ich habe voll viele Bilder über irgendwelche komischen Wandstellen gehangen, Alter. Gibt's da Felix? We got a new case. Ganz generell sieht es hier wack aus, da auch. Wir müssen einfach ein fettes Plakat hinhängen. Von mir am besten. Ja. So nackt. Das wäre albern. Wenn dann schon so ein Blatt vor mir. Ja. Oh ja. Thomas ist immer noch krank. Oh, stimmt, das ist nicht das. Meine Fresse. Alles ist schön. Hier sehen Sie Nerdy Timber. Nicht in seinem natürlichen Habitat. Das ist echt nicht mein Handwerk normal. Ja, aber er macht es echt krass gut, muss man sagen. Er ist krass talentiert. Ja, wir haben es fertig. Schluss fertig. Feuer. Props gehen raus, Freunde. Das war's jetzt mit diesem wunderbaren Video und der weiteren Reise von Ju auf dem Channel, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe diese Heimwerker-Videos in letzter Zeit. Und ja, schreibt mal gerne rein, wie ihr es fandet, Leute. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh so wie immer und ciao.